willkommen zu unserer Highlight-Sendung von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Das Frühjahrsfinale 2015 ist jetzt vorbei. Und ja, Nils und ich und die Mädels hier, wir stehen hier in der Max-Schmeling-Halle, hier, wo die große Abschlussveranstaltung jetzt gerade anfängt. Wir sind total aufgeregt und freuen uns auch schon riesig auf die Show-Acts. So sieht es nämlich aus. Ja. Aber jetzt will ich erstmal von dir wissen, was war 2015 beim Jugend trainiert für Olympia Frühjahrsfinale dein persönliches Highlight? Ja, also wir sind halt von AKG aus Kitzingen und wir kommen halt aus Bayern und wir spielen halt Handball und wir waren halt dieses Jahr 7 Plätze besser als letztes Jahr, das ist halt für uns persönlich auch schöner und wir haben halt dieses Jahr auch viel besser gespielt und ja, es war dieses Jahr einfach wieder ein schönes Erlebnis und wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein. Das klingt doch mal super, oder? Darf ich dich noch fragen, wie ist Jugend trainiert für Olympia für dich so allgemein gelaufen? Es war toll, es war ein neues, wir waren letztes Jahr auch schon hier, aber dieses Jahr, es hat einfach alles getoppt. Wir waren, am ersten Tag sind wir angereist, es war einfach nur toll. Jeden Tag haben wir uns gefreut und ja, es war toll. Ja, super. Und wir schauen uns jetzt mal die Highlights von Jugend trainiert für Olympia 2015 an. Man merkt auch so, wenn man jetzt in der Mannschaft ist, selbst wenn man mal einen kleinen Wackler zu viel hat und keine Ahnung, dann gleicht die Mannschaft das immer noch aus und es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ja, Teamgeist. Für mich jetzt persönlich besonders ist daran, dass es ein Sport ist, der halt auch speziell für Sehbehinderte und Blinde ausgelegt ist. Immer richtig schön und auch immer richtig toll. Es macht total Spaß, deswegen wird es mir auf jeden Fall fehlen. Also es ist ein super Gefühl, also auch im Gegensatz zu letztes Jahr, wo wir 12. oder 13. waren, und das ist echt schon ein geiles Gefühl, ja. Einfach Spaß mit denen zusammen zu spielen und ich bin echt erstaunt, dass die Leistung hier trotzdem so gut ist. Mal ein Lob auch an den Betreuer der Berliner, ein sehr fairer Sportsmann, hat mir auch ganz toll gratuliert zu dem Erfolg. Also man kann schon sagen, dass man da schon anfängt so zu zittern und nachzudenken, ja, schafft man das nicht. Aber dafür ist dann gerade auch der Partner da, der einen dann ein bisschen runterholt. Und dafür ist ja auch dieses gegenseitige Anfeuern da, dass man dann selber sagt, ja, komm, wir schaffen das und dann geht das auch. Dr. Thomas Poller, einer der Hauptorganisatoren von Jugend trainiert für Olympia. Herr Thomas Poller, haben Sie denn schon die anfänglichen Strapazen des Bahnstreiks verkraftet? Na, die kann man nicht so schnell verkraften. Erst die überraschende Meldung und dann das, was man dann rummacht. Aber ich glaube, es löst sich so ein bisschen die Spannung und dann müssen wir sehen, wie wir das nach der Rückfahrt organisieren. Und es sind aber bessere Hoffnungen als bei der Herfahrt. Weil es da gut geklappt hat, hoffen wir jetzt auch auf die Rückfahrt. Und dann fällt die Spannung ab und dann werde ich mich auch ein Stück weiter holen können.
Wenn wir auf die Veranstaltung schauen, sind Sie dann zufrieden soweit, wie es gelaufen ist? Ja, ich glaube, die Veranstaltung gewinnt an Qualität. Wir sehen guten Sport, Nachwuchssport, haben ein Stück weit Breitensport, natürlich in dem Übergang von Breitensport zum Nachwuchsleistungssport. Aber ich glaube, insgesamt, wer zum Bundesfinale kommt, der hat, ist ein Talent, ein sportliches Talent. Und Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics ist eben Motivation für Sporttalente. Und das ist uns ganz wichtig, Motivation zu schaffen für das weitere sportliche Treiben, entweder in die Leistungssportkarriere oder in den Breitensport. Das Frühjahrsfinale 2015 ist nun vorbei. Wir sind alle etwas traurig. Was können wir denn dieses Jahr noch von Jugend trainiert erwarten? Na, Jugend trainiert, das ist, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wird 90 Jahre. Wir haben im September das 90. Bundesfinale in Berlin und ich glaube, da werden wir uns einiges einfallen lassen. Und es wird, wir freuen uns schon drauf und ich denke, die Sommersportarten auch. Und wir würden alle hierher wieder her begrüßen, auch als Zuschauer. Kommen nach Berlin, Berlin ist eine Reise wert, Berlin ist eine Sportmetropole. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Poller. Einen schönen Abend noch. Ja, wir haben schon einiges gesehen von der Abschlussveranstaltung hier heute Abend. Und jetzt für euch die schönsten Bilder dieser Abschlussveranstaltung. Sehr gut und gefällt uns sehr. Nächstes Jahr bestimmt auch wieder dabei. Also wir sind jetzt kein Sportgymnasium oder Internat und sich dann halt nochmal mit Schulen vergleichen zu können, die das halt wirklich professionell machen und das halt immer zusammenspielen, dass man sich halt nochmal so an denen messen kann, das ist schon also eine einzigartige Veranstaltung. Und es war die persönlichen Highlights. Aber ich finde auch diese Veranstaltung hier sehr, sehr schön. Der Aufwand und die Basketballer, die fand ich echt coole Vorstellung. Sehr gut. Sehr gut. Nur Hammer. Ist der Hammer. Gute Stimmung. Ja. Die waren richtig cool und da war auch mega Stimmung. Die Stimmung ist echt gut. Hätte nicht so erwartet, dass es so laut wird. Echt schön. Also ich finde die Stimmung immer gut. Also es hört man ja jetzt auch im Hotel insgesamt. Also man unterstützt sich gegenseitig. Auch heute im Finale hat man das ja gemerkt, dass plötzlich Niedersachsen auch für Thüringen war oder so. Also man merkt halt, dass sie, es sind hier keine Feindschaften oder so, sondern man schließt ja auch schon Freundschaften. Ein Hoch auf uns. Bei mir ist nun ein großes Berliner Nachwuchstalent im Basketball, Satou Sabali. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja, alles richtig. Ja, Satou ist heute eingeladen hier bei Jugend trainiert für Olympia bei der großen Abschlussveranstaltung, um bei den Ehrungen mitzuhelfen. Wie kam das denn zustande eigentlich? Vor zwei Wochen war unsere Weltmeisterschaft für die Schulen in Limoges und da waren wir sehr erfolgreich, wurden Vize-Weltmeister und ich wurde auch zu einer der besten Spielerinnen des Turniers gekürt und dann kam das alles aufeinander. Im Unterricht wurde ich rausgenommen und dann wurde ich einfach gefragt, ja, willst du es machen? Und dann meinte ich ja. Es ist schön, dass du das machst. Würdest du denn sagen, dass Jugend trainiert für Olympia dir auf deinem Weg, auf deiner Karriere, sage ich mal, geholfen hat? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auf der Sportschule in Berlin, SLZB. Und ich denke, dass es eine gute Möglichkeit ist, seine Schule zu zeigen, zu präsentieren, um halt auch das ganze Training bestmöglich darzustellen mit den Ergebnissen. Heute Abend fand ja das große, oder nicht das große, aber das Finale im Rollstuhl-Basketball statt. Basketball ist ja auch deine Sportart. Hast du denn mit Rollstuhl-Basketball auch schon Erfahrungen gemacht? Ja, es war vor 3 oder 4 Jahren im ENG Diva Camp oder Turnier und da durften wir uns auch in die Rollstühle setzen.
und sind halt ein bisschen rumgefahren. Aber es ist auf jeden Fall schwer, finde ich, da man die Bälle von der niedrigeren Lage aus wirft. Und ich finde, es ist cool. Ja, es macht auch Spaß. Dann vielen Dank dir, Satu, dass du dir Zeit genommen hast. Viel Spaß noch hier bei der Abschlussveranstaltung. Und dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie dieses Rollstuhl-Basketball-Finale ausgegangen ist. Das Highlight, der Showdown, das Salz im Süppchen. Hier, wo mal die Albatrosse die Ränge füllten, spielen traditionell die Rollstuhlbasketballer ihr Finale bei Jugendtrainiert für Paralympics aus. Auf dem Parkett kämpften die Berliner von der Marianne-Buggenhagen-Schule gegen die Jungs und Mädels von der Werner-Dicke-Schule aus Hannover um den Bundespott. Das begeistert. Immer wieder geil, also jedes Jahr aufs Neue. Geil! Nice! Gute Stimmung. Die Berliner sind das zweite Mal in Folge im Finale nach der Silbermedaille 2014, sollen nun Gold in der Hauptstadt bleiben. Doch das wird nicht ganz so einfach. Die beiden Teams trafen in der Vorrunde bereits aufeinander. Da gewannen die Niedersachsen mit 12-10. Nun werden die Karten also neu gemischt, denn im eigentlichen Volleyballtempel tobt der Bär. Ist ja bombastisch, wie man sieht, ne? Also haben alle geklatscht, war super. Also man hat sich selbst nicht mehr verstanden auf dem Spielfeld, so muss es sein. Die Kulisse wirklich top und mit der im Rücken rollt Berlin in Grau erstmal über die Defense der Niedersachsen. Philipp Ruprecht fährt an der kompletten Abwehr vorbei und versenkt den ersten Ball im Korb 2-0. Aber was Berlin kann, können die Hannoveraner schon längst. Cem Seker findet Anna-Lena Henning. Und die mindestens genauso gut wie die Jungs. Drin das Ding, 2-2. Aber hier spielen nicht nur Jungs und Mädels zusammen. Manche der Teilnehmer können eigentlich auch laufen. Da gibt es viele, viele Beispiele im Behindertensport, wo das so ist. Wo Nichtbehinderte oder diejenigen, die eine leichte Behinderung haben, mit denen, die eine schwere Behinderung haben, zusammenspielen können. Und das ist ja eigentlich... Das ist ja das, was den Sport ausmacht. Nicht nur den Behindertensport, sondern insgesamt den Sport. Dass man Menschen zusammenbringt und die zusammen Sport machen können. Klasse Sache also. Philipp Ruprecht ist übrigens einer der Spieler ohne Gehbehinderung. Und gemeinsam mit seinen Teamkumpels nimmt er ordentlich Fahrt auf und hat erneut die nötige Präzision. 6-2 zur Pause führen die Berliner dann mit 8-2. Durchatmen für die Spieler und Zeit für uns mal kurz ins Spielplatz 3 zu schauen. Das fand vor dem Endspiel statt. Da wollte der Titelverteidiger von der Stephen Hawkins Schule wenigstens Bronze holen und das gelang auch. Baden-Württemberg stand stabil in der Defense und vorne waren sie den Tick erfolgreicher. So schön kann Bronze sein. Triple geschafft. Ich war vorletztes Jahr Zweiter, letztes Jahr Erster und jetzt Dritter. Und jetzt habe ich alle Medaillen. Dieses Ziel haben auch die Hausherren. Zum Triple fehlt einigen der Spieler noch der Turniersieg und nach dem sieht es auch nach der Halbzeit wieder aus. Hannover kämpft zwar, doch beim Stand von 14-5 für Berlin. 2 Minuten vor Schluss kann man es auch nicht mehr verheimlichen. Die Hauptstadtjungs gewinnen hier das Ding. Geil! Geil, richtig geil einfach nur. Wir haben letztes Jahr den zweiten Platz sicher gemacht und dieses Jahr wollten wir uns den Zug setzen, dass wir den ersten schaffen und jetzt ist es passiert und wir freuen uns alle. Und einfach nur geil. Einfach nur geil, richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall, vor allen Dingen gegen so ein geniales Team zu spielen, macht halt schon Spaß. Und bitte sehr in der Halle, wer freut sich denn nicht? Jungs und Mädels mit und ohne Handicap teilen gemeinsam die olympischen Werte und die ganz besonderen Momente, die keiner von ihnen vergessen wird. Das ist Rollstuhlbasketball und das ist Jugendtrainiert für Olympia und Jugendtrainiert für Paralympics. Die Abschlussveranstaltung ist vorbei und somit Jugendtrainiert für Olympia und Jugendtrainiert für Paralympics 2015, zumindest das Frühjahrsfinale. Ja, wir sind alle schon ganz traurig. Die ganze Redaktion stand die letzten 3 Tage Kopf. Ich glaube, die Sportler aber noch viel, viel mehr, oder Chiara? Was waren deine persönlichen Highlights in den letzten 3 Tagen? Also die Stimmung und mir gefällt, dass man hier neue Leute kennenlernen kann und ja, insgesamt ist alles ganz cool hier. Und bei der Abschlussveranstaltung, was hat dir da am besten gefallen? Also ich finde es immer ganz cool, wenn man so alle Mannschaften sieht und so denkt, oh cool, die kommen auch aus unserem Bundesland, die haben auch was gewonnen und auch die Zwischenshows sind auch ganz gut, meistens.
Also uns hat es, wie gesagt, auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart bei diesem Frühjahrsfinale. Das war's für uns heute. Wir gehen jetzt bald nach Hause. Die Abschlussveranstaltung ist vorbei. Und da bleibt uns allen nur noch zu sagen... Bleibt vorne! Sehr gut.